Ja, die stärksten, die ich erlebt habe, der stärkste, den ich erlebt habe, war sicherlich Michael Schumacher in den Ferrari-Jahren. Und dann danach waren es Vettel und Hamilton. Und der Robert Kubica war nicht weit weg davon. Der hatte absolut das Zeug zum Champion. Tatsächlich ein Drama, ne? Mit seinem Ja. Unfall und tja, aber so geht es manchmal. Ja. Ne? Ja, und nach dem Ausstieg Formel 1, ich meine, das ist ein durchgetaktetes Jahr, wo man gar nicht mehr Herr seines eigenen Terminkalenders ist, kann ich mir vorstellen. War das ein großes Loch für Sie eigentlich? Also, Zunächst nicht. Es war natürlich ein Schock fürs ganze Team und auch für mich, dass mitten in der Saison 2009 der Beschluss kam, auszusteigen zum Saisonende. Und das war dann eine schwierige Phase, das zweite Halbjahr, denn wir fuhren halt noch alle Rennen. Ich musste der Presse erklären, warum Formel 1 für BMW bis zum November was ganz Tolles ist und danach überhaupt nicht mehr. Wir mussten uns ums Team kümmern. Wie geht es weiter für die Mannschaft? Das war Gott sei Dank kein Problem, weil in München die Motoren, die Antriebsfraktion, die Motoren, Getriebe und Elektronik machten, hier in München, die sind alle im Unternehmen geblieben. Die sind mit Kusshand in die Entwicklung von Serienfahrzeugen wahrscheinlich. übernommen worden. Und in der Schweiz, Fahrzeugentwicklung und Rennteam in Hinwil, da war es einfach so, dass es überhaupt keine Probleme gab, einen Job zu finden dort, einen adäquaten Job in der Schweiz, sodass es keine großen Schmerzen auf der Seite gab. Für meine Aufgabe war es natürlich dann, dafür zu sorgen, dass es irgendwie weitergeht. Denn BMW hat immer seit dem ersten Tag der Unternehmensgeschichte Motorsport gemacht. Und es war auch mit dem Formel-1-Ausstieg die Botschaft verbunden, das werden wir auch weiterhin tun. Wir brauchen jetzt ein neues Betätigungsfeld auf anderem Niveau. Und mein Job war es dann, ein unmittelbares Anschlussprogramm für 2010 zusammenzustellen. Das ging natürlich nur mit vorhandenen Fahrzeugen. Das war dann der Langstreckensport hier in Europa und die 24-Stunden-Rennen und die IMSA-Rennen in den USA. Und ein Nachfolgeprogramm auf Kiel zu legen und zur Entscheidung zu bringen im Vorstand, das ist das heutige DTM-Programm gewesen. Und das waren so die Jahre 2010, 2011. Und ich hatte dann mit dem Vorstand eine Vereinbarung getroffen, dass ich zum einen diese Programme auf Kiel lege, zum zweiten einen Nachfolger finde, der dann ein halbes Jahr neben mir sich einarbeitet. Und wenn das gelingt, dann darf ich raus. Und das ist dann auch so abgelaufen. Jens Marquardt war der Nachfolger, ist der Nachfolger. Und die Tatsache, dass er es jetzt 10 Jahre später immer noch ist, zeigt, dass es wohl eine gute Wahl war. Und so bin ich dann im Sommer 2011 ausgestiegen. Haben Sie das manchmal als Nachteil empfunden, dass Sie nicht auch in England sind mit dem Rennstall, wo eigentlich alle anderen ihr Know-how haben oder ihre Überhaupt Denkzentrale? nicht, überhaupt nicht. Ich habe den Standort Schweiz eher als Vorteil empfunden. Das Team war etabliert, hatte eine starke Mannschaft. Viele Schweizer, aber auch viele Ingenieure international, die einfach schon einige Jahre da waren. Und es ist vielleicht schwieriger, jemand dahin zu locken aus der Motorsport-Community, aber wenn die erstmal da sind, dann bleiben sie auch. Während in England die Mechaniker und Ingenieure von einem Team zum anderen wechseln können, ohne überhaupt umzuziehen. Und ich habe das als Stabilitätsfaktor gesehen.